Solange noch Pferde in der Landwirtschaft Verwendung fanden, war die Sattlerei ein wichtiges Gewerbe auf dem Lande. Die Sattler stellten unter anderem Hamen, Karrentragesattel und die Einzelteile des Zuggeschirres her. Der Karrentragesattel, der hier dem Pferd aufgelegt wird, diente vor allem dazu, das Gewicht des Karrens oder Ackerwagens aufzufangen. Für den Zug war der Hamen vorgesehen. Für die schwere Arbeit im moorigen Fenn legte man den Pferden sowohl Hamen als auch Karrentragesattel an. Die Deichselscheren führte man durch die über den Falz des Sattels gelegten Trageriemen. Wie hier im belgischen Teil des Hohen Venn benutzte man auch im Rheinland die vielfältigen Produkte des Sattlers. Die Holzsattler der Eifel lieferten die Sättel und Hamenspäne bis nach Belgien und ins Bergische Land. In Moorsbach, nahe dem oberbergischen Waldbröl gelegen, zeigt ein alter Sattlermeister noch einmal das Zuschneiden, Nähen und Füllen eines Hamenleibes. Der Hamen ist wesentlicher Bestandteil des Zuggeschirres und liegt dem Pferd so um den Hals, dass eine optimale Ausnutzung der Zugkraft erreicht wird. Das Rindleder, Vachette genannt, besteht aus Hals, Hecht und Flanke und ist im Durchschnitt zwischen 4,5 und 6 Quadratmeter groß. Aus einer solchen Vachette lassen sich etwa 4 Hamenleiber zuschneiden. Mit Hilfe des Zuschnittmusters werden die einzelnen Teile des Hamenleibes angezeichnet. Dabei gibt der Sattler an allen Seiten des Zuschnitts etwa 1 Zentimeter zu. Beim Sattlermesser ist nur das vordere Drittel der Klinge scharf. Deshalb kann der Sattler die Klinge ohne Verletzungsgefahr umfassen. Dies erleichtert die genaue Führung der Schneide auf dem dicken Leder. Da das Leder doppelt gelegt ist und auch so geschnitten wird, um gleiche Einzelteile zu erhalten, überprüft der Sattler, ob er durchgängig zugeschnitten hat. Damit das Leder beim Zuschneiden nicht verrutscht, hat es der Sattler mit einem Blaukopf auf der Werkbank festgenagelt. Walter, kannst du Wasser bringen? Das Leder wird nun etwa 5 bis 10 Minuten in lauwarmes Wasser gelegt. Es wird dadurch weicher und kann leichter bearbeitet werden. Obwohl das Leder einige Stunden feucht bleibt, muss es der Sattler zwischendurch noch einmal nässen, da es sonst störrisch wird. Walter, die Laschen nehmen. Also außen. Ist das Leder gut durchgezogen, wird es mit dem Schabeisen auf dem großen Marmorstein gereckt. Die Lederoberfläche vergrößert sich durch dieses Recken um etwa 5%.
Der Sattler zeichnet auf dem gereckten, feuchten Leder noch einmal das Zuschnittmuster an. Dieses Mal allerdings ohne Randzugabe. Aus den abgeschnittenen Reststücken gewinnt man noch Riemen für den Harenleib. So geht nichts von dem wertvollen Rohstoff verloren. Das Innenstück des Harenleibs wird zusätzlich mit Stoff verstärkt. So bleibt das Leder besser in Form. Zunächst näht der Sattler Leder und Stoff mit einer Mittelnaht zusammen. Die Sattler-Nähmaschine ist rund 100 Jahre alt und noch fußbetrieben. Auf dem Körper sitzt die Spule mit dem Hanfgarn. Um das Hanfgarn haltbarer zu machen, wurde es durch Pech, Wachs oder Tran gezogen. Diese zähflüssigen Materialien befanden sich in einem kleinen, von unten her angewärmten Kästchen, durch das normalerweise das Garn lief. Damit die Naht des Harenleibes nicht oben liegt und dadurch zu großer Belastung ausgesetzt ist, wird sie mit einem etwa 1 Zoll breiten Umbug nach unten versetzt. Vom Anfang des Umbugs her misst der Sattler etwa 8 Zoll ab. Mit der Drahtahle sticht er ein Loch in den Umbug und ein zweites in die gegenüberliegende Lederkante. Die beiden Kanten werden nun provisorisch zusammengenäht. Die dem Umbug gegenüberliegende Kante steht etwa 1 bis 2 Zoll über. Zunächst werden in diese Kante mehrere Löcher mit der Drahtahle gestochen. Zieht man den durch die Löcher geführten Faden zusammen, wird das Leder dadurch eingekräuselt und um die überstehenden 1 bis 2 Zoll kürzer. Notwendig ist dieses Einkräuseln, damit in der Rundung des fertigen Harenleibes keine Spannung auftritt und das Leder nicht reißt. Mit Kammzwecken, auch Blauköpfe genannt, werden die beiden Kanten zusammengeheftet. Dabei achtet der Sattler besonders darauf, dass sie bündig abschließen. Auch das mit Stoff verstärkte Innenteil des Harenleibes wird nun auf der einen Seite mit Kammzwecken an den Umbug geheftet.
Besondere Sorgfalt erfordert das Zusammenheften der beiden anderen Kanten, da auch hier wieder die Rundung des fertigen Hamenleibes zu berücksichtigen ist. Ein wichtiges Gerät bei der Sattlerarbeit ist das sogenannte Nähross. An einem Ende befindet sich der Nähkloben, dessen beide Klemmbacken die zusammenzunähenden Lederteile festhalten. Mit der Drahtahle wird durch die mit Kammzwecken zusammengehefteten Kanten ein Loch gestochen. Die hier verwendeten Sattlernadeln sind stumpf, damit, wie beim gegenläufigen doppelten Nähen, das Garn nicht beschädigt wird. Der sogenannte Pechfaden besteht aus einem gepechten 4- bis 5-fachen Hanfgarn. Die Enden des Pechfadens müssen ausgefranst werden, damit er ins Nadelöhr passt. Mit dem Seitenschneider entfernt der Sattler die Kammzwecken. Für einen guten Sattler war es früher selbstverständlich, dass er ohne Hilfsmittel und vor allen Dingen schnell eine gerade Naht nähen konnte. Ein Geselle musste mindestens so schnell mit der Hand nähen können, wie eine alte Frau mit der Nähmaschine, hieß es nicht nur im benachbarten Westfalen. Bedingt durch die Länge des halben Hamenleibes muss der Sattler bis zum Ende der Naht öfter umspannen. In Griffnähe an der Wand hängt das Nadelkissen, in das der Sattler die verschiedenen Sattler- und Rundnadeln steckt. Mit einem Hammer wird die fertige Naht flach geklopft. Da bislang alle Arbeiten auf der linken Seite durchgeführt worden sind, muss der Hamenleib zur weiteren Bearbeitung auf rechts gedreht werden. Dadurch ist die nun innenliegende Naht besser geschützt. Damit man das Leder drehen kann, muss es zu diesem Zeitpunkt immer noch feucht sein. Mit dem feststellbaren Zirkel misst der Sattler 1,5 Zoll ab. Dieser Abstand entspricht der Breite des Wulstes am Hamenleib. Früher war es bei vielen Handwerkern üblich, alle Längenangaben in Zoll zu machen. Auch die Größenangabe für einen Hamen erfolgte in Zoll. Gängigste Größen im Bergischen Land waren der 21 und 22 Zoll Hamen. Um die gleichmäßige Breite des Wulstes zu gewährleisten, verwendet der Sattler wieder Kammzwecken zum Zusammenheften der Lederteile.
Riemenaale, Seitenschneider, Sattlermesser und Riemen sind diejenigen Arbeitsgeräte und Materialien, die man zum Abnähen des Wulstes benötigt. Die Riemen bestehen aus transparent gegerbtem Schweinsleder. Aus diesem Leder fertigte man früher die preisgünstigsten und haltbarsten Riemen. Diese werden zur leichteren Verarbeitung vor der Verwendung eingeweicht, da sie sonst störrisch sind. Lediglich die vordere Spitze bleibt trocken, damit man den Riemen besser durch das vorgestochene Loch schieben kann. Die Sattlerei war früher ein Lehrberuf, der vor allem in landwirtschaftlich orientierten Gegenden von großer Bedeutung war. Heute ist meistens die Kombination von Sattlerei und Polsterei anzutreffen, die sich gegenseitig ergänzen. Die Stiche sind ziemlich lose, das heißt, der Riemen wird nicht fest angezogen, damit sich Wulst und Leib vollständig füllen lassen. Am Ende der Wulstnaht wird der Riemen verknotet. Dabei zieht der Sattler von den beiden Schlingen, aus denen der Knoten besteht, immer zuerst die oben liegende an. Dieses Vorgehen verleiht dem Knoten größere Haltbarkeit. Ist der Wulst am Hamenleib fertiggestellt, näht der Sattler die beiden Teile an ihrem Ende zusammen. Nur so kann der Leib anschließend mit Stroh gefüllt werden. An dem fertigen Hamen allerdings sind die schmalen Enden wieder offen und dafür die Breitseiten zusammengenäht. Das Füllen des Hamenleibes mit Langstroh und Rosshaar ist eine Arbeit, die viel Erfahrung erfordert. Wichtig ist vor allen Dingen die gleichmäßige und nicht zu feste Füllung. Zunächst wird mit Hilfe einer langen Eisenstange die sogenannte Füllkordel durch den Wulst gezogen. Diese Kordel befestigt man in den beiden gegenüberliegenden Ecken der Werkstatt und zieht sie fest. So, fest.
Für die Füllung benötigt man durch Flegeldrusch gewonnenes Langstroh. Der erste Wirsch wird mit den dicken Halmenden in die Füllkordel geklemmt. Dann ziehen die beiden Sattler den Wulst über Füllkordel und Langstroh. Durch einen heftigen Ruck werden die festgeklemmten Halmenden abgerissen und das Langstroh verbleibt im Wulst. Das gleiche geschieht nun beim Füllen des linken Wulstteils. So, zurück. Nein. Haben die Sattler bei den beiden ersten Wirschen die dicken Halmenden von rechts und links nach innen gezogen, müssen im zweiten Durchgang die dünneren Halmspitzen eingeführt werden. Nach dem Abschneiden der Ährenhülsen werden die Halme wie beim vorhergehenden Arbeitsgang wieder in die Füllkordel eingeklemmt und nach innen gezogen. Nur so ist eine gleichmäßige Füllung des Wulstes gewährleistet. Die in der Wand eingelassenen Ringe zur Befestigung der Füllkordel gehörten früher zur typischen Ausstattung einer Sattlerwerkstatt. Der Wulst ist nun gleichmäßig und fest gefüllt. Zum Einziehen des Langstrohs in das Lager des Hamenleibes wird die Füllkordel umgespannt. Da das Leder auch beim Füllen formbar bleiben muss, wird es nach Bedarf mit einem feuchten Tuch übergestrichen und genässt. Den breiten Teil des Hamenleibes nennt man Lager. Der Hamenleib ist darauf aufgezogen und wird mit Langstroh gefüllt. Da sich das Lager zur Mitte hin verjüngt, führen die Sattler die dünneren Halmspitzen ein. Auch hier werden wieder die Ährenhülsen entfernt bzw. die Halme angespitzt. Da die für die Füllung notwendigen beiden Wirsche in der Mitte etwas überlappen sollen, greift der Sattler in das Lager und hält das in der Füllkordel eingeklemmte Langstroh fest. Überlappen müssen die Wirsche deshalb, weil die Schmalseite des Leibes bei der Fertigstellung des Hamens wieder aufgeschnitten wird. Nein, muss weiter. Ist aus, ist gut. Das kann er rausgehen. Hat sich zurückgegeben. So, jetzt losbinden, oder? Die Sattler sind mit der Füllung offensichtlich zufrieden. Sie überprüfen noch einmal Stärke und Festigkeit und bringen dann den Hamenleib zum sogenannten Hamenstock. Hier erhält der teilgefüllte Leib seine Grundform.
Nun wird das Füllbrett in das Lager des Hamenleibes eingeschoben. Als Füllung verwendet man normalerweise Rosshaar, das mit dem vorne leicht gebogenen Füllstock über das Füllbrett in das Lager gedrückt wird. Diese Lage Rosshaar muss etwa handdick und gleichmäßig ohne Knubbel eingeschoben sein. Steht kein Rosshaar zur Verfügung, kann man als Ersatzfüllstoff auch indisches Gras verwenden. Durch die Krümmung des Füllstockes kann man ohne Schwierigkeiten das Rosshaar auch in den bereits gebogenen Teil des Hamenleibes hineindrücken. Das üblicherweise verarbeitete Rosshaar wird vor der Verwendung etwas auseinandergezupft und in passende Knäuel zerteilt. Ist die Lage Rosshaar gleichmäßig auf beiden Seiten eingeschoben, dreht der Sattler den Hamenleib und befestigt ihn auf der Werkbank. Im nächsten Arbeitsgang wird die beim fertigen Hamen außenliegende Seite mit Langstroh gefüllt. Die Ährenhülsen werden wieder abgeschnitten, die Halmspitzen in die Kerbe des gebogenen Füllstockes gelegt. Die Füllung muss fest sein, darf aber nicht zu hart auf dem Pferdehals drücken. Mit einem schweren Holzhammer schlägt der Sattler auf den Hamenleib. Dadurch werden die leeren Strohhalme zusammengedrückt, ihr Volumen verringert sich. Dieses Schlagen ersetzt also die spätere Zugkraft auf den Hamen, sodass sich ein Nachfüllen erübrigt. Der Sattler füllt den Hamenleib abwechselnd rechts und links, wobei er immer wieder die Festigkeit überprüft. Je dichter der Leib gefüllt ist, umso schwieriger wird das Hineindrücken des Füllstockes. So, jetzt klopfen. Die rechte Seite des Hamenleibes ist nicht richtig, also nicht gleichmäßig gefüllt. Deshalb müssen noch zwei Wirsche Langstroh mit dem Füllstock hineingedrückt werden.
Nun ist der Hamenleib fertig gefüllt. Früher stellten die Sattler aus arbeitstechnischen Gründen immer mehrere Hamenleiber gleichzeitig her, die sie dann bis zur endgültigen Verarbeitung auf Lager hängten. Mit dem Halbmond, einem der wichtigsten Sattlerwerkzeuge, werden die überstehenden Halme abgeschnitten. Deutlich ist jetzt im Querschnitt zu erkennen, wie kompakt der Hamenleib gefüllt ist. Die Klinge des Halbmondes ist gebogen, wodurch die Kraftübertragung vom Griff her verstärkt wird. Jeder Sattler besaß früher mehrere dieser Halbmonde, schnitt aber meistens nur mit demjenigen, der ihm am besten in der Hand lag. Der Hamenleib wird noch einmal über den Hamenstock geschlagen und nimmt allmählich seine endgültige Form an. Gib mir einen Hammer. Mit dem Aufnähfaden und der Lochahle, einer Kombination aus Ahle und Nadel, zieht der Sattler durch die offenen Enden eine Doppelnaht. Damit ist die Arbeit am Hamenleib vorläufig beendet. Als letztes wird der noch feuchte Leib über den Hamenstock gezogen. Ist die Form bestimmt, bleibt der Leib so lange auf dem Hamenstock, bis das Leder getrocknet ist, also etwa eine Nacht. Dieses Zwischenprodukt wird danach auf Lager gehängt. Das Zuschneiden, Nähen und Füllen des Hamenleibes war eine zeitaufwendige Arbeit. Alleine das Zuschneiden und Nähen dauerte mehrere Stunden, das Füllen etwa 3 bis 4 Stunden. Die Fertigstellung des Hamens dauerte nochmals etwa einen Tag. Sie wird in einem weiteren Film über das Handwerk der Hamenmacher gezeigt.